Willkommen aus Bremen. Heute ein kleines Interview mit U13-Trainer Martin Schaberich und Sebastian Mennecke. Soeben glücklicher Gewinner der Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft 2013 auf dem Kleinfeld. Ja, Sebastian, das letzte Spiel habt ihr jetzt haushoch gewonnen und den Gegner nochmal in die Schranken gewiesen und euch verdient eine Medaille geholt. Wie hast du die Veranstaltung empfunden? Also, es war eigentlich ziemlich gut. Und ich fand noch, dass wir so viele Tore dann nochmal zum Schluss geschossen haben, weil das erste Spiel haben wir nur mit einem Tor gewonnen und jetzt auf einmal so hoch. Also das fand ich schon cool. Das heißt, wir können euch durchaus gratulieren für diese Bronzemedaille und diesen tollen Pokal, die Bremer Stadtmusikanten, die ihr jetzt mit nach Hause nehmen könnt. Ja, finde ich auch. Gut, Martin, ja, ihr habt euch in einem harten Programm in den letzten Wochen vorbereitet. Ihr hattet in den letzten zwei Wochen, glaube ich, fast täglich Training, um euch konditionell auf diese zwei harten Tage vorzubereiten. Haben die Jungs das umgesetzt und ist das Ziel mit der Bronzemedaille erreicht? Also zu der Vorbereitung in den letzten zwei Wochen kann ich nur sagen, jeder einzelne Spieler hat alles rausgeholt aus seinem Körper, was nur ging. Wir haben, wie du schon gesagt hast, tagtäglich trainiert. Wir waren fast jeden Tag im Wald, in der Halle. Wir haben eigentlich alles rausgeholt, was wir konnten. Und die Vorbereitung lief auch so, wie wir uns erhofft haben. Wir haben ja gesehen, eigentlich gar keine konditionellen Mängel gehabt hier während des Turniers. Hatten immer gut Luft, um das Spiel zu machen. Und Zielstellung war Medaille. Haben wir mit Bronze erreicht. Farbe war uns egal. Wie gesagt, erreicht. Gut, prima. Dann gratulieren wir auch dir zu dieser Bronzemedaille. Ja. Und dein versammeltes Team da hinter der Kamera macht sich wahrscheinlich lustig über deine Hörner auf dem Kopf. Was hat das damit auf sich? Ja, der Mario, der kam zu mir und hat gesagt, dass er hier so eine schöne Hörner mitgebracht hat. Einmal extra für die Siegerehrung. Da, das war's. Da war ich natürlich mitgemacht. Er sieht vielleicht ein bisschen ulkig aus, aber kann man mal machen für sowas, für den Deutschen Meisterschaft. Sebastian, was sagst du zu dem Outfit deines Trainers und warum ist der eigentlich so heiser? Also es sieht sehr lustig aus und er ist so heiser, weil wir also immer spannend gemacht haben, das Spiel im Rückstand, dann mal wieder vorne lang, dann unentschieden, dann mal eine 2-Minuten-Strafe und so. Dann hat er uns ziemlich laut zugerufen, was wir machen sollten. Okay, dann möchten wir euch beiden gratulieren und bedanken uns für das Interview. Super, super, hey, super, super, Hand aus Bremen und Gratulation zur Bronzemedaille. Oh, my God.